Boah, ich habe echt keinen Bock mehr. Wir gurken hier schon seit Ewigkeiten rum und außerdem habe ich so Kohldampf. Okay, was habe ich genau gesagt? Hast du es verstanden? Dann bist du sehr wahrscheinlich sehr fit in der deutschen Umgangssprache. Denn in diesem Satz gab es einige umgangssprachliche Ausdrücke, die wir so im Hochdeutschen nicht sagen würden. Dieses Video ist übrigens ein Videowunsch von euch. Also ihr habt euch gewünscht, dass wir Hochdeutsch mit der Umgangssprache vergleichen. Und genau das machen wir jetzt. Los geht's, let's go. Zunächst noch ein kleiner Hinweis. Alle Infos, Beispiele und Wörter aus diesem Unterricht gibt es auch als PDF. Das kannst du dir kostenlos runterladen. Du findest den Link einfach unten in der Videobeschreibung. Kurz zur Erklärung, mit Hochdeutsch meinen wir das offizielle Deutsch, also eigentlich die Schriftsprache oder die Sprache, die in offiziellen Dokumenten oder vielleicht auch in Reden verwendet wird. Aber in der Realität, im Alltag spricht keiner so. Wir sprechen in der Umgangssprache. Also das ist eine informellere, lockerere Sprache, die wir, wie gesagt, im Alltag mit Freunden, Kollegen und so weiter benutzen. Es gibt in ganz Deutschland unterschiedliche Formen der Umgangssprache. Es könnte also zum Beispiel sein, dass einige Wörter, die wir bei uns in Süddeutschland häufig benutzen, in Norddeutschland gar nicht so sehr bekannt sind oder nicht so sehr benutzt werden und natürlich umgekehrt. Achte auch genau darauf, in welchen Situationen du die Wörter benutzt, die ich dir gleich zeige. Denke immer daran, es ist Umgangssprache, das heißt, du solltest sie auf keinen Fall in offiziellen Gesprächen, zum Beispiel bei einem Bewerbungsgespräch, benutzen. Wenn du nicht sicher bist, ob ein Wort umgangssprachlich ist oder nicht, kannst du das übrigens normalerweise auch im Wörterbuch nachgucken. Du siehst dann diese Abkürzung UGS, das bedeutet Umgangssprache. Daran erkennst du, ob ein Wort umgangssprachlich ist oder nicht. Wir starten mit unserem ersten Wort, das ist Auto. In der Umgangssprache hört man oft Karre oder Kiste. Schau mal die Karre da vorne an. Kann man mit der alten Kiste überhaupt noch fahren? Oft verwenden wir diese Wörter für alte Autos. Man sagt oft auch die Schrottkiste oder die Schrottkarre. Der Fernseher. Hier sagen wir oft die Glotze. Die Glotze. Kommt heute Abend irgendwas in der Glotze? Wir benutzen oft auch das Verb glotzen. Zum Beispiel. Willst du nicht endlich mal wieder ein Buch lesen? Du kannst doch nicht den ganzen Tag glotzen. Für unser nächstes Wort, Geld, gibt es sehr, sehr, sehr viele umgangssprachliche Ausdrücke. Wir haben dazu sogar mal ein kurzes Video gemacht, das verlinke ich euch. Zwei der häufigsten Wörter sind Knete und Kohle. Gibt es hier irgendwo einen Geldautomaten? Ich habe keine Kohle mehr. Ich kann mir diesen neuen Computer im Moment nicht leisten. Ich habe gerade echt keine Knete mehr. Auch für die Polizei gibt es einige umgangssprachliche Alternativen, zum Beispiel die Bullen, die Bullen. Hier musst du aber besonders aufpassen, denn du solltest das natürlich niemals zu einem Polizisten persönlich sagen. Dieser Ausdruck ist relativ respektlos, also würde ich da sehr vorsichtig damit umgehen. Wieso stehen denn hier die Bullen vor der Tür? Ist etwas passiert? Kommen wir zum Wort Hütte. Die Hütte, das ist eine Alternative für das Haus. Normalerweise bezeichnen wir mit Hütte ein etwas kleineres, meistens einfaches Haus, oft aus Holz, das zum Beispiel in den Bergen ist. Umgangssprachlich benutzen wir das aber für jede Art von Haus, zum Beispiel auch für sehr extravagante oder tolle Häuser, für Villen. Du könntest zum Beispiel sagen, Alex hat sich eine riesige Hütte am Starnberger See gekauft. Wenn du die deutsche Umgangssprache besser lernen möchtest, dann kann ich dir sehr unseren Crashkurs Alltagssprache empfehlen. In diesem Kurs lernst du alles, was du über die Umgangssprache wissen musst. Also zum Beispiel auch, warum sich beim Sprechen oft der Satzbau ändert. Wir machen Dialogtraining, damit du umgangssprachliche Wörter anwenden kannst und Schritt für Schritt immer mehr wie ein Muttersprachler klingst. Wir zeigen dir auch, welche Wörter eher zur Jugendsprache gehören und so weiter. Ich verlinke dir unten in der Beschreibung den Kurs, dann kannst du dir das gerne mal genauer anschauen. Das nächste Wort ist eine Alternative für Essen und das ist das Futter. Das Futter. Futter ist eigentlich Tiernahrung, also das Essen für Tiere. Und häufig wird dieses Wort dann auch in negativen Kontexten benutzt. Zum Beispiel,
Och nee, nicht schon wieder dieses Futter. Noch häufiger verwenden wir aber das Verb futtern als Alternative zum Verb essen. Zum Beispiel, wann können wir endlich futtern? Oder wann gibt's endlich was zum Futtern? Ich habe so Hunger. Auch für Hunger gibt's eine Alternative. Wir haben das in unserem Beispiel vom Anfang gehört. Da habe ich gesagt, Kohldampf. Ich habe Kohldampf. Also ich habe wirklich sehr starken Hunger. Auch für das Wort Freund haben wir einige umgangssprachliche Ausdrücke. Zum Beispiel der Kumpel. Der Kumpel. Du könntest sagen, Anna war gestern mit ihrem Kumpel im Kino. Dieses Wort ist ja praktisch, weil du damit nämlich ausdrücken kannst, dass es ein Freund von dir ist. Also ein Freund und nicht dein Freund. Also du hast eine Freundschaft mit dieser Person, aber keine Liebesbeziehung. Dann sprechen wir von Kumpel. Der Kumpel. So, und jetzt drehen wir das Ganze mal um. Ich sag dir jetzt ein umgangssprachliches Wort und du rätst, was es auf Hochdeutsch bedeutet. Starten wir mit pennen. Pennen. Bedeutet es Nudeln machen, schreiben oder schlafen? Die richtige Antwort ist schlafen. Kann ich nach der Party bei dir pennen? Nachts fährt kein Bus mehr zu mir nach Hause. Der Zoff. Der Zoff. Ist das der Müll, der Schichtdienst oder der Streit? Es ist der Streit. Martha hat schon wieder Zoff mit ihrem neuen Freund. Oft benutzen wir auch das Verb sich zoffen. Du könntest sagen, sie zoffen sich jeden Tag. Also sie streiten sich jeden Tag. Bammel haben. Bammel haben. Ist das Angst haben, viel Freizeit haben oder es eilig haben? Es ist Angst haben. Zum Beispiel, morgen ist schon die Prüfung und ich habe so wenig gelernt. Ich habe richtig Bammel. Oft hört man auch Muffensausen. Ich habe so Muffensausen vor der Prüfung. Also, ich habe so viel Angst. Kommen wir zu Rumgurken. Rumgurken. Bedeutet das viel Alkohol trinken, im Garten arbeiten oder ziellos durch die Gegend fahren? Rumgurken bedeutet ziellos durch die Gegend fahren. Zum Beispiel, wo gurken wir hier eigentlich rum? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Also wo fahren wir herum? Wir sind irgendwo im Nirgendwo. Wir gurken rum. Kommen wir zu klappen. Klappen bedeutet das gelingen oder funktionieren, nichts sagen, leise sein oder sich an einen Tisch setzen. Klappen bedeutet funktionieren oder gelingen. Zum Beispiel, treffen wir uns morgen um 10 Uhr? Ja, das klappt. Also ja, das funktioniert. Oder, wenn alles klappt, fahren wir am Freitag schon in den Urlaub. Und weißt du auch, was futsch, heier, zocken, Bock haben oder brettern bedeutet? Ich zeig's dir jetzt. Futsch heißt so viel wie weg oder nicht mehr da. Zum Beispiel, mein Handy ist futsch. Hast du es irgendwo gesehen? Heier, das ist ein anderes Wort für Bett. Aber aufpassen, heier ist Kindersprache. Die Mutter könnte zum Beispiel zu den Kindern sagen, Kinder, ab in die Heier, es ist schon spät. Zocken ist ein anderes Beispiel für Spielen. Man meint damit meistens Videospiele spielen. Zum Beispiel, wo ist eigentlich Max? Der ist in seinem Zimmer und zockt irgendein neues Computerspiel. Zocken kann aber auch für Glücksspiel verwendet werden. Also wenn man um Geld spielt, zum Beispiel im Casino. Du könntest sagen, die Freunde zocken um richtig viel Geld. Bock haben. Bock haben bedeutet Lust haben. Zum Beispiel, ich habe keinen Bock mehr. Wie lange dauert die Autofahrt denn noch? Und unser letztes Beispiel ist Brettern. Brettern heißt so viel wie sehr, sehr schnell fahren oder rasen. Der Autofahrer brettert mit 200 Sachen über die Autobahn. Mit 200 Sachen heißt hier so viel wie 200 km/h. Also er rast, er fährt sehr, sehr schnell, er brettert über die Autobahn.
Und wenn du bis jetzt dran geblieben bist, dann kannst du sicher unser Beispiel vom Anfang des Videos ins Hochdeutsche übersetzen. Hier siehst du den Satz nochmal. Schreib doch gerne in die Kommentare, wie man das auf Hochdeutsch formulieren würde. Ich danke dir jetzt fürs Zugucken und für deine Unterstützung mit einem Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video.